Lasst es euch gut gehen. Ich sehe, dass schon einige chatten, das ist wunderbar. Es gibt Bild und Ton, ja, Kai Schellenberg ist da, das läuft alles. Genau, also alles wunderbar, jetzt sind wir da. Auch heute könnt ihr uns wieder unterstützen und das hat der Heiko auch gerade schon gemacht mit 20 Euro und an dieser Stelle schon mal unseren ergebenen Dank. Unterstützen, wofür eigentlich? Die Forschung wird ja wohl noch weiter finanziert werden und es wird ja wohl noch laufen, das stimmt. Aber natürlich ist es so, dass Science-Slam-Veranstaltungen natürlich nicht von alleine passieren, sondern da ist ein großes Team, was dahinter steht. Da stehen natürlich auch Locations, wo wir sonst uns live treffen dahinter, aber vor allem eben auch viele Personen und Büros und so weiter und so fort. All das, all unsere Arbeit jetzt wird gerade nicht bezahlt. Das heißt, wir brauchen Unterstützung und wir können alles brauchen, um einfach jetzt diese Zeit, die so besonders ist, für uns alle gut zu überstehen. Also freuen wir uns, wenn ihr Anteil habt an uns und an dem, denn es ist so schön, ich vermisse euch nämlich sehr, dass wir uns wenigstens von Wohnzimmer zu Wohnzimmer sehen können und auf diese Weise miteinander verbunden bleiben können. Also bleibt zu Hause, das ist das Wichtigste, unterstützt uns gerne. Und das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel, so wie der Heiko das gerade gemacht hat, beim Superchat dabei seid. Ihr seht unten im Chat bei YouTube einen Dollarzeichen. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr uns entweder Geld oder so kleine Symbolchen schicken und dann sieht man euch sofort und wir können uns direkt bei euch bedanken. Anonym könnt ihr über PayPal natürlich auch dabei sein. Bei Facebook gibt es einen PayPal-Link, auf der Homepage glaube ich auch. Bei drin geblieben spendet ihr gerne wie gewohnt und auf Twitch senden wir auch da mit einem PayPal-Link. Also, jetzt kann es fast losgehen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auf unseren ersten Slammer heute Abend. Er passt perfekt in die heutige Zeit. Er ist Katastrophenforscher. Das heißt also, er kennt sich aus mit dem, was uns hier gerade passiert und darum freuen wir uns, dass er in seinem Wohnzimmer sitzt und gleich bei uns live dazugeschaltet wird. Vorher gucken wir uns deinen Vortrag erst einmal an. Natürlich könnt ihr nach seinem Vortrag wieder voten und Punkte verteilen. Also gebt gut Acht, was der Herr Andreas alles so erzählt. Er ist nämlich Geophysiker am KIT und bei einem Startup Riskleia, das jetzt gerade durch seine Corona-Daten bekannt geworden ist und auch schon im Tagesspiegel bei ZDF vorkam. Er ist jetzt gerade zu Hause, das ist gut so, aber leider hattest du eine Hand-OP und darfst momentan ohnehin nur Gassi gehen. Das tut mir sehr, sehr leid, aber schön, dass du heute Abend sozusagen live einmal eine kleine Hand-OP-Pause und eine Gassi-Geh-Pause mit uns hier an den Bildschirmen machst. Wir freuen uns jetzt auf den Katastrophenforscher, der bestimmt eine Menge zu sagen hat. Herzlich willkommen und welcome on Wohnzimmer Stage, Andreas Schäfer. So, ja, jetzt kann es anfangen. Also ja, ich kenne mich mit Naturkatastrophen aus. Ich habe nämlich unter anderem in München studiert. Und ja, wer sich mit Naturkatastrophen beruflich beschäftigt, der hat eine gewaltige Vielfalt, aus der er auswählen kann. Da gehören nämlich natürlich zum einen Erdbeben dazu, Tsunamis, über die ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, Hangrutsche, Vulkane, Hurricanes und auch andere. Und wer in letzter Zeit viel in den Nachrichten überhaupt das für Naturkatastrophen mitbekommen hat, dann hauptsächlich beispielsweise den hier, Hurricane Dorian, der unter anderem gewaltige Verwüstung eben auch auf den Bahamas verursacht hat. Dass solche Naturkatastrophen letzten Endes leider sehr regelmäßig auftreten, ist ja etwas, mit dem man sich abfinden muss und mit dem man arbeiten muss. Es gibt aber auch Einzelne, die kriegen das einfach viel zu selten mit und sind überrascht, dass so ein Hurricane, ja, ich habe gehört, dass die Kategorie 5 erreichen können, aber das ist, hat noch nie passiert. Hat zum Beispiel der hier behauptet, dass es unmöglich ist, dass sowas überhaupt auftreten kann. Und ja, wenn man ins Jahr 2017 guckt, als er halt seinen Wahlkampf hatte, hatten wir gleich zwei von denen und drei andere, die ähnlich stark waren. Und ja, wer sich ein bisschen mit der Umwelt und mit der Zeit auseinandersetzt, der wird erkennen, dass, ja, Naturkatastrophen überall um uns stattfinden. Das Gute bei einem Hurricane ist, oder das Glück im Unglück letzten Endes, auch wenn danach die Strände oder die Küsten unter Umständen so aussehen, man kann sich darauf vorbereiten. Wir haben meistens Tage im Vorlauf Zeit, etwa abzuschätzen, wo könnte der Hurricane hinkommen, wo könnte er letzten Endes Schäden verursachen.
Wenn ein Tsunami auftritt, dann sehen die Küsten unter Umständen ähnlich aus. Nur haben wir dann keine Tage Vorlaufzeit. Man kann sich nicht wirklich in Sicherheit bringen. Es passiert im Grunde fast sofort. Also im Jahr 2004, der, ich sage jetzt mal, erste große Tsunami der Neuzeit oder des Fernsehzeitalters aufgetreten ist, da war die erste Reaktion von Menschen nicht, die Erde bebt, ich muss mich in Sicherheit bringen, sondern das Meer zieht sich zurück. Oh, geil, ich kann Muscheln sammeln gehen. Und das haben nicht nur die Touristen vor Ort, sondern auch die Einheimischen gemacht, weil sie nicht gewusst haben, nicht verstanden haben, was ein Tsunami eigentlich ist. Und die Küsten sahen am Ende so aus. Wenn man die letzten Jahre anschaut, dann werden wir feststellen, es gab schon des Öfteren Tsunamis. Wir hatten einen großen eben, den 2004 im Indischen Ozean, einen gewaltigen ab 2011 in Japan und in Chile sogar mehrere in derselben Zeit. Und noch viele kleinere zwischendrin, wo man gar nicht so viel mitbekommt. Wenn wir aber die Zeit zurückgehen, die letzten Jahrzehnte anschauen, dann stellen wir fest, die letzten großen Tsunamis waren in den 50ern und 60er Jahren und das auch in Orten, die uns vor allem damals nicht wirklich interessiert haben, wie in Chile oder Alaska. Und wir wissen aus anderen Bereichen unseres täglichen Lebens, dass man innerhalb von ca. 70 Jahren die wesentlichen Dinge unter Umständen vergessen kann. Wenn wir dann aber gerade bei Tsunamis weiter in die Zeit zurückgehen, 10 Jahre ist nichts für ein Erdbeben. Wir müssen Jahrhunderte zurückschauen und wir stellen fest, dass Tsunamis auch schon vor unserer eigenen Haustür stattgefunden haben, beispielsweise im Mittelmeerraum oder vor der amerikanischen Küste. Woran liegt das? Nun, es liegt unter anderem daran, dass die großen Erdbeben, die Tsunamis auslösen, das, was wir darüber wissen, etwa die Hälfte aus dem letzten Jahrhundert stammt. Die haben wir alle fleißig mit unseren Seismographen aufgezeichnet. Und wenn wir dann die Jahrhunderte zurückgehen, müssen wir schon in den Büchern wälzen, wissen gar nicht mehr so genau, wie das im Grunde zustande gekommen ist. Und davor hilft uns gar nichts mehr, da müssen wir einfach nur noch im Dreck buddeln, bis wir irgendwas finden. Und das ist die große Krux. Wir wissen eigentlich einfach noch immer viel zu wenig. Und so kam es letzten Endes zu den letzten Katastrophen der vergangenen Jahre, beispielsweise eben 2004, wo wir einfach nicht verstanden haben, wie sie die Platten vor Ort richtig bewegen oder was sie eben letzten Endes für ein Katastrophenpotenzial haben. In Japan wissen wir, dass große Katastrophen, große Tsunamis auftreten können. Nur wir haben die Geschichte falsch interpretiert und haben gedacht, ja, so groß wird es schon nicht kommen. Tja, wir haben anders daraus gelernt. Und in einem dritten Fall, beispielsweise in Sulawesi in Indonesien, da hat man einfach keine Ahnung, dass das überhaupt dort stattfinden kann. Wenn wir von Erdbeben und Tsunamis hören, dann hören wir immer diesen Begriff, diese ominösen Magnitude. Und wer das hört, Magnitude 2, 4, 5, was auch immer, ist ein Erdbeben der Magnitude 2 doppelt so groß wie ein Erdbeben der Magnitude 1? Ist leider falsch. Die Magnitude, das ist eine logarithmische Skala, die die Größe beschreibt, mit einem Faktor 32 dazwischen. Das heißt, ein Erdbeben der Magnitude 3 ist dann schon 1000-mal größer als Erdbeben der Magnitude 1. Und jetzt mal grob zu verbildlichen, so ein Erdbeben der Magnitude 1, stellen wir mal vor, das ist ein Apfel. Dann ist ein Erdbeben der Magnitude 2, 2¼ Pizzen, also mein Abendessen. Und ein Erdbeben der Magnitude 3, das wären 100 Big Macs, 524 Chicken McNuggets und Beilagensalat. Und so summiert sich dann das Ganze. Und wie entsteht, wie berechnet man diese Magnitude? Das ist relativ einfach. Diese Magnitude M, das ist so ein griechisches Symbol und zwei Buchstaben. Und dieses griechische Symbol, das denkt man einfach weg, weil das ist weltweit in etwa gleich. Das ist der Shear-Modul der Erdkruste, also wie viel Spannung das Ding bis zum Bruch braucht. Und was wichtig ist, ist es A und D. Das ist die Fläche und die Bewegung auf dieser Fläche. Das heißt, umso größer ein Erdbeben, umso größer die Bruchfläche und umso größer auch der Rutsch da drauf. Manchmal vielleicht sogar mehrere Meter. Was heißt das konkret? So ein Erdbeben der Magnitude 0,3. Das hat etwa die Größenordnung von einer handelsüblichen Handgranate. Man kennt das vom Reichsbürger nebenan. Und das sind Erdbeben, die weltweit und umständlich sekündlich auftreten. Beispielsweise der Puls eines Vulkans, wie hier vom Ätna. Bisschen größere Erdbeben kennt man auch bei uns. Erdbeben der Magnitude 3,7. Ich hoffe, der Ton funktioniert. So kann sich das anhören. Etwa 10-mal schneller als das eigentliche Ereignis. Und es war vor ein paar Wochen ein Erdbeben am Bodensee. Also auch bei uns kann es unter Umständen eben zu Erdbeben kommen, weil Deutschland ist auch Erdbebenland und gerade Köln hat auch eine recht bekannte Erdbebengeschichte. Gehen wir eine Kategorie größer, Magnitude 5. Das ist schon die Größenordnung, wo der kleine Dick in Nordkorea gerne mitspielen würde. Das ist die Größenordnung von Atombomben. Und auch die Erdbeben gibt es in Deutschland beispielsweise 1978 in Albstadt, Schwäbische Alb. Und da hat man danach als Folge die erste deutsche Erdbebennorm, um einfach sicherer zu bauen, eingeführt, um zukünftig Schäden zu verhindern. Auch in meiner Heimat hat es 1728 ein ähnliches Erdbeben gegeben. Aber was macht man 1728 gegen Erdbeben?
Man baut einen Brunnen, geweiht dem heiligen Alexios als Beschützer der Stadt. Naja, seitdem hat es bisher keins gegeben. Und mal gucken, wie lange es funktioniert. Die Südländer. Wenn wir dann eben noch ein bisschen größer gehen, ich habe mal wieder ein Klangbeispiel mitgebracht. Mal schauen, ob man es hört. Die Lautstärke hat nichts zu sagen. Dieser eine Rums war kein Erdbeben. Das war eine Atombombe, und zwar der Atombombentest aus dem Jahr 2016 von Nordkorea. Hat man auch als Erdbeben aufzeichnen können. Und jetzt kommen wir zur allergrößten Kategorie, Magnitude 8 und größer. Das kann sich dann so anhören. Das ist nicht mehr ein einzelner Knall, sondern dieser Bruch braucht Minuten. Also der eigentliche Bruch, den ihr gerade hört, hat 10-mal länger gedauert. Deswegen, damit man es überhaupt hören kann, muss sich das beschleunigen. Und es war das große Erdbeben von Chile aus dem Jahr 2015, hat einen Tsunami ausgelöst, bis zu 10 Meter hoch, hat zum Glück nur wenige Todesopfer verursacht. Chile ist relativ gut vorbereitet. Und genau diese Erdbeben sind die, die ich in meiner Doktorarbeit am Ende untersucht habe. Gewaltige Erdbeben, beispielsweise Übermagnitude 9, auch hier in Alaska aus dem Jahr 1964. Würde man das in Äpfel umrechnen, könnte man die komplette Fläche von Deutschland 14 Meter hoch mit Äpfel auffüllen. Wie groß war dieses Erdbeben? Das hat hier in Alaska stattgefunden, hat eine Länge von fast 500 Kilometern gehabt. Da kann man einfach mal von Hamburg bis München einmal durchrutschen, zwar mit einem Schnitt von 8 Metern. Das kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Und wenn so ein Erdbeben sich dann am Ende ereignet und ein Tsunami auslöst, deformiert eben das auch den Meeresgrund. Ist das schon meine Zeit? Nein. Ich habe ein Beispiel aus Indonesien mitgebracht, aus der wunderschönen Urlaubsinsel Bali. Wenn man das berechnen will, müsste man jetzt diese Formeln anschauen, deswegen lieber ein Bild vom Strand. Und ich muss zugeben, ich lag auf diesem Strand auch schon. Es ist eine wunderschöne Ecke, gehen viele Leute gerne zum Surfen hin. Und wir haben hier Indonesien, da ist Australien, das ist die Insel Bali, also der Ausschnitt da oben. Und wir befinden uns in etwa hier. Das ist der Flughafen. Und das hier ist ein Erdbeben ähnlich zu 2015 in Chile. Und wenn sich das dann fortbewegt, stellen wir fest, wenn diese Welle käme, der Strand wäre nicht mehr da. Und das wurde eben nicht gespeichert, das überspringe ich. Und was bedeutet das denn jetzt für uns? Wenn wir uns genau anschauen, was bedeutet es in einem Tag in eurem Leben? Stellt euch vor, ihr habt die Option, der Wahrscheinlichkeit nach, in Deutschland die Syphilis zu kriegen oder der FDP beizutreten. Tatsächlich ist in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, die Syphilis zu kriegen, 10-mal so groß als die der FDP. Hätte man aber diesen Tag auf Kreta verbracht, hätte man mit nochmal 10-mal so Wahrscheinlichkeit einen Tsunami erlebt. In Mexiko nochmal ein Faktor 10 obendrauf. Wer hat Angst, ein Gepäckstück zu verlieren beim Fliegen? Jetzt kommen die Finger. Dann solltet ihr auch definitiv Angst vor einem Tsunami auf Kreta haben. Weil es kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und das ist eben die Sorge. Ja. Beim Taschendiebstahl ähnlich, und wenn auch Lotto spielt, das lohnt sich nicht. Und dementsprechend sage ich, Dankeschön, und wenn wirklich was passieren sollte, nehmt mit, was lieb ist. Dankeschön. Ekstase für Andreas Schäfer. Vielen, vielen Dank. Tsunamis, Katastrophen. Eine Riesenekstase, AP, AP, AP oder auch unser kleines Klatsch-Emoji. Vielen, vielen Dank für diese Präsentation, die erste Präsentation heute an diesem Abend. Und ich sage es gerne nochmal für die, die neu dazugeschaltet haben. Natürlich haben wir diesen Vortrag aus unserer Videothek genommen. Ja? Wir sitzen alle gerade in unseren eigenen Wohnzimmern, sonst hätte ich hier mehr Leute im Hintergrund. Ja? Also wir sind alle ganz allein vor unseren jeweiligen Handys und Computern und kommunizieren mit euch, halten so die Verbindung in dieser so besonderen Zeit. Also seid unbesorgt. Dank unserer großen Videothek können wir halt auf diese qualitativ hochwertige Weise Präsentationen zeigen. So habt ihr sie eben gesehen von Andreas Schäfer. Und ich glaube, jetzt sind wir zeitmäßig auch alle korrekt da. Ich glaube, der Einstieg in diese Sendung hat nicht so ganz gut funktioniert. Verzeiht, das passiert halt mal. Wir sind immer noch in einem Online-Experiment unterwegs, werden von Woche zu Woche souveräner, aber natürlich kommen da immer mal Dinge dazwischen. Was ihr, die ihr schon öfter dabei wart, aber ihr alles schon ganz fleißig und wunderbar gemacht habt, ist das AP, 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 also die Buchstabenkombination A und P für Applaus oder natürlich das Emoji oder natürlich das Wort Extra.
Phrase, was ihr in euren Computer oder in euer Handy hämmern könnt, um jetzt hier live dabei zu sein. Und natürlich alle Fragen, die ihr diesen Katastrophenforscher und Geophysiker ohnehin schon mal fragen wolltet. Jetzt gleich habt ihr 2 Minuten Zeit, um zu voten. Wie hat es euch eigentlich gefallen, diese Präsentation? Habt ihr was verstanden? Habt ihr Leidenschaft gespürt? Habt ihr einen Hauch der Ahnung, warum diese Wissenschaft überhaupt relevant ist und warum Forschungsgelder ausgegeben werden? Vielleicht sogar in Corona-Zeiten für so etwas. Ja, also ihr könnt abstimmen und zwar mit Punkten zwischen 1 und 10 Punkten. Seid bitte nett und ein bisschen pädagogisch wertvoll, denn immerhin hat sich da ein Wissenschaftler auf die Bühne gestellt und eine Präsentation vorbereitet. Also ein Punkt ist eigentlich, kann man eigentlich nicht vergeben. Also, ihr habt 2 Minuten Zeit, holt euch noch ein Getränk, macht es euch gemütlich, votet, also immer Ekstase, AP, den Namen Andreas und dann die Punktzahl. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei Fragen aufschreiben, voten und natürlich auch noch unterstützen. Was trinken und wir sehen uns gleich. 2 Minuten Zeit, ein bisschen Musik. Ich höre dich lieber, ist mir sicherer. Hallo! Da geht es schon weiter, wunderbar. Wenn ich meine Regie gar nicht hören kann, dann ist es immer schwierig. Aber an dieser Stelle einfach mal ein Dankeschön an die Frau, die nicht wirklich in meinem Ohr sitzt, wie das normalerweise üblich wäre, sondern die ich hier glücklicherweise in meinem Telefon sehen kann. Janina, vielen, vielen Dank, dass du dich um diese ganzen technischen Dinge kümmerst. Das ist ein großes Geschenk, sonst würde das hier gar nicht funktionieren. Und Dennis, der mich hier zwischendurch mit Informationen versorgt, zum Beispiel mit der Tatsache, dass jetzt gerade wieder 5 € von einem Mann gespendet wurden. Also vielen, vielen Dank dafür, das ist super. Jetzt freue ich mich aber, dass ich nicht nur Janina sehen kann, sondern dass ihr alle Andreas Schäfer live hier in seinem Wohnzimmer sitzen könnt. Hallo! Hallo, schönen Abend euch! Wo ist denn dein Wohnzimmer? Wo sitzt du gerade und von wo bist du zugeschaltet? Ich muss mich erstmal outen. Ich sitze gar nicht im Wohnzimmer, sondern im Homeoffice. Raus! Ja, aber ich habe es mir heimelig eingerichtet mit Grünzeug in Karlsruhe. In Karlsruhe, wunderbar. Dann Grüße nach Karlsruhe auf jeden Fall. Ja, vielen Dank erstmal. Wir gucken mal, ob noch Fragen reinkommen. Also ihr könnt jetzt Fragen stellen. Ansonsten interessiert mich natürlich erstmal. Hier ist schon die erste Frage von Rixi Pixi. Und zwar, woher weiß man, welche Magnitude das Erdbeben im 18. Jahrhundert in dem Ort mit dem Brunnen hatte? Gab es damals schon vergleichbare Messgeräte?
Messgeräte nicht, aber man hat natürlich Aufzeichnungen davon. Also wie viel ist kaputt gegangen, wie weit wurde es gespürt. Und das kann man mit Erdbeben, die sich heutzutage ereignen, sehr gut abgleichen. Sehr gut abschätzen, wie stark das Erdbeben gewesen ist und wo es in etwa war. Das ist natürlich nicht so genau wie mit einem Messgerät, aber besser als nichts. Okay, ja. Genau, ich glaube, wir haben ein Echo. Wir gucken mal, ob wir das Tonproblem regeln können. Wir reden mal weiter und ich hoffe, dass das für euch so klappt. Genau, also, Andreas, du bist Katastrophenforscher. Wir sind momentan in einer Form von Katastrophe, die es so weltweit zumindest noch nicht gab. Und wir sind alle irgendwie vernetzt und es hat Auswirkungen auf uns alle. Wie geht es einem Katastrophenforscher in so einer katastrophalen Zeit? Ja, also die Ironie ist, man könnte fast meinen, während Corona melden sich alle anderen Katastrophen gerade ab. Also sowohl Erdbeben als auch andere Sachen ist gerade nicht viel los auf der Welt. Fast in Schockstarre. Und da sind jetzt Kollegen und ich ein bisschen out of topic geraten mit unserer Expertise. Also dass wir fast schon zwangsläufig uns mit Corona beschäftigen mussten. Aber die Kenntnisse, die wir mit, ja, wie man mit Katastrophen umgeht, wie reagieren Leute darauf, die Daten hinter den Katastrophen zusammen, die können wir natürlich auch fast eins zu eins auf Corona anwenden. Das ist ganz gut. Also wir sitzen sowieso viel im Homeoffice, machen viel Analyse von zu Hause aus, um zu verstehen, was in der Welt los ist. Aber ja, eigentlich so viel verändert hat sich nicht, nur dass ich keine Erdbeben, sondern komische Viren jetzt angucken muss. Okay. Wie findest du denn das Katastrophenmanagement? Magst du was dazu sagen? Denn die Politik war ja sozusagen noch nie in einem derartigen Zugzwang, Entscheidungen zu treffen. Du musst das jetzt nicht bewerten, was sie tun, aber grundsätzlich, wie sie damit umgehen vielleicht. Hast du da? Also ich würde vielleicht grob sagen, in Anbetracht der Situation kann man mitleben. Also es gibt definitiv Regierungen, die machen eine deutlich schlechtere Figur als unsere. Man muss nicht mit allem zufrieden sein, was sie aktuell machen. Allerdings so vom reinen Katastrophenmanagement aktuell können wir eigentlich echt zufrieden sein. Das hat am Anfang vielleicht zu lange gedauert am Anfang, bis man wirklich erkannt hat, dass dann wirklich ein Risiko dahinter steckt mit der Corona-Ausbreitung. Aber ja, da ist dann die Regierung doch zu Potter gekommen. Jetzt geht es darum, natürlich die Auswirkungen auf Wirtschaft, auf die Gesellschaft und so weiter auch natürlich entsprechend abzufedern. Aber das Katastrophenmanagement, vor allem in den Krankenhäusern, in unserem Gesundheitssystem, ist fast schon vorbildlich. Okay, ja. Gilt es jetzt, ein Frühwarnsystem zu installieren für kommende Pandemien? Gibt es da so Bestrebungen? Na gut, das Frühwarnsystem nennt sich Wissenschaft. Also, ja. Wie gut, dass wir uns heute hier treffen. Ja, also wenn man wir kennen die Risiken, es gibt schon immer Pandemien. Es gab Pandemien im alten Römischen Reich, es gab Pandemien im Mittelalter und es gab Pandemien in der Neuzeit. Und es gibt immer, gerade mit der modernen Medizin, so viel Diagnostik, um schon vorab grob zumindest abzuschätzen, wie gefährlich kann etwas werden. Und aus der Lektion dann aufzubauen, das ist dann die große Kunst. Weil bei den Tsunamis hat man nach ein paar Jahrzehnten vergessen, dass die stattgefunden haben und eben sich wieder ereignen können. Und gefühlt war es jetzt zumindest in manchen Ländern oder bei manchen Leuten jetzt auch genauso bei der Pandemie. Weil klar, wir hatten kleinere Ausbrüche in verschiedenen Ländern, aber dass sowas auch zu uns vor die Haustür kommen kann, genauso wie der Tsunami sich auf Kreta ereignen kann, das ist eine komplett andere Welt für viele Menschen. Niku fragt gerade, was braucht es, damit eine Gesellschaft in der Krise zusammenhält und nicht das blanke Chaos ausbricht? Ich würde tatsächlich sagen, Besonnenheit von denen da oben, also von den Entscheidern, dass die nicht dass die erstmal nicht in blanker Panik ausbrechen, dann auch, dass Informationen transparent und kommuniziert werden, dass auch Unsicherheiten kommuniziert werden. Also man kann einfach nicht alles wissen. Es sind einfach sehr viele Fragezeichen offen. Das ist bei jedem Katastrophenfall so. Und dann natürlich von jedem Einzelnen, dass man solidarisch miteinander umgeht, eben nicht den bösen Hamsterkauf aller Schutzmasken
wer sich im Wohnzimmer letzten Endes bunkert. Also ich habe zum Beispiel, oh, ich habe von meiner Freundin eine, hat sie besorgen können, aber ich wäre sonst auch auf dem Trockenen zum Beispiel. Also da ist Besonnenheit ist eigentlich das, das Wichtigste in so einer Situation, dass man sich auch nicht jede Information, die im Internet rausgegeben wird, für absolut voll nimmt. Also gerade die Fehlinformationen und diese Scheinexperten, die ja im Grunde bei jeder Katastrophe aus den Löchern gekrochen kommen. Das haben wir auch bei Erdbeben, da gibt es auch jede Menge, ich sage ehrlich, Vollidioten, die sich dann auf YouTube oder sonst irgendwo hinstellen und ja, einfach ihr eigenes Weltbild herausposaunen, ohne sich wirklich um akkurate und objektive Wissenschaft zu scheren. Das ist dann sehr gefährlich und da muss man aufpassen, dass man denen eben nicht aufläuft. Also, gute Medienbildung, Fake News von echten News unterscheiden, sich gut bilden und das Ganze besonnen. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Es ist tatsächlich so, dass wir von dir kein Bild gehabt haben, Andreas. Das ist ganz bedauerlich. Ich konnte Andreas sehen. Wir wissen also jetzt nicht, woran das liegt. Ich entschuldige mich einmal für diese technische Panne. Aber ich glaube, ihr habt ihn gehört und das, was gesagt wurde, ist ja jetzt an dieser Stelle erstmal wichtig. Ich kann euch nur sagen, er sieht ganz wunderbar aus. Er hat es sich heimlich gemacht. Er sitzt in seinem Wohnzimmer in Karlsruhe. Er hat eine Brille auf und ein schwarzes T-Shirt an. Und es war ganz, ganz schön, dich kurz gesehen zu haben, Andreas. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle schon mal bei dir. Und vielleicht sag noch kurz Tschüss, weil hören können sie dich ja. Ja, sehr gerne. Und Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich bin in YouTube noch im Chat unterwegs. Genau, das ist super. Also die Frage, ob was du von dem Katastrophenfilm 2012 hältst, kannst du vielleicht schriftlich beantworten oder jetzt, wenn es ganz kurz geht, auch jetzt noch machen. Auf jeden Fall sage ich danke. Genau. 2012, Popcorn mehr nicht. Popcorn mehr nicht. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Andreas Schäfer, deine Ekstase geht nach Karlsruhe. Hab noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön, ihr auch. Tschüss. Sehr, sehr schön. Und wir können hier weitermachen mit der Slammerin, die gleich zu uns kommen wird. Auch ihr habt hier wieder die Möglichkeit, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, nach der Präsentation und auch während der Präsentation schon Fragen zu stellen, auf die wir dann in der Live-Schalte mit Katrin nachher eingehen können. Und ihr könnt euch Gedanken machen, welche Punkte möchtet ihr vergeben? Denn ihr habt nach der Präsentation wieder Zeit zu voten. Das heißt, macht euch Gedanken, wie hat euch dieser Vortrag eigentlich gefallen? Habt ihr irgendwas verstanden? Konntet ihr irgendwas mitnehmen? Vielleicht war das etwas, worüber ihr noch nie irgendwas gehört habt, von dem ihr noch gar nichts wusstet und trotzdem habt ihr die Leidenschaft der Slammerin gespürt und ihr habt Ahnung, warum Forschungsgelder akquiriert werden für so eine Forschung. Ja? All das könnt ihr gleich bedenken und eure ganze Ekstase und euren Zuspruch Katrin entgegenschleudern, indem ihr entweder applaudiert, AP, AP oder die Ekstase eintippt in eure Endgeräte. Das ist der Plan heute. Ich freue mich, dass heute die Verkehrswissenschaftlerin Katrin Viergut bei uns ist. Gleich auch live. Jetzt kündige ich sie erstmal an. Sie hat in Berlin an der Technischen Uni studiert und arbeitet jetzt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig und erforscht dort die öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, sie kennt sich aus mit Warten, Verspätungen und so weiter und so fort. Das Gute an der Homeoffice-Zeit ist, Warten wird weniger, sich ärgern über Busse, die nicht kommen, wird weniger. Dafür gibt es ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zwischen Sofa und Kühlschrank. Du beobachtest das alles und forschst weiter von zu Hause, vom Sofa und du hast die erste wirklich echte Single-Party mit dir veranstaltet. Das ist großartig und du hast geschrieben und darüber möchte ich später natürlich mit dir sprechen, du hast eine Teletext-App runtergeladen. Wie weit es wirklich gekommen ist, darüber sprechen wir dann gleich später. Jetzt freue ich mich erstmal auf deinen Slam-Vortrag wieder aus unserer Videothek. Leider nicht in echt, aber wir freuen uns auf gleich. Per Skype bist du zugeschaltet. Jetzt erstmal aus der Videothek die Präsentation von Katrin Viergut. Viel Spaß! Ich gehe gleich mal hier rüber. Dann kann ich nämlich meine eigene Folie besser sehen. Ja, ich war tatsächlich heute eine halbe Stunde zu spät, weil ich an der Messe Deutz S-Bahn-Station vorbeigefahren bin. Ja, so ist es halt manchmal. Ich habe euch eine schöne Zahl mitgebracht, 104. So viele Tage verbringt nämlich ein durchschnittlicher ÖPNV-Nutzer im Laufe seines Lebens damit, an der Haltestelle auf Bus und Bahn zu warten. Habe ich mal für euch ausgerechnet. Ganz schön viel Zeit. Die Welt der Öffis könnte eigentlich so schön sein, finde ich. Aber wie ihr wisst, sieht die
Realität ja leider anders aus. Irgendwie dauert immer alles ein bisschen länger als geplant. Die vier größten Feinde der S-Bahn sind anscheinend Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles wirkt irgendwie ein bisschen improvisiert. Auch die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig. Und dann sollen wir für den ganzen Quatsch auch noch bezahlen. Besser, man denkt sich einen Trick aus, wie diese Dame hier in der BVB-Kampagne. Dann fährt man nämlich gratis. In Berlin ist es auch relativ leicht, sich von Kopf bis Fuß im U-Bahn-Muster zu kleiden. Es gibt nämlich so eine schöne Kollektion ausgemustert. Da kann man also rumlaufen wie ein U-Bahn-Sitzpolster und kann quasi eins werden mit dem Verkehrsmittel. Außerdem sind die Öffis ja auch immer für eine Überraschung gut. Das, was ihr hier in diesem gelben Kreis seht, ist kein Fenster, sondern das ist eigentlich eine weiße Türe. Und das daneben ist keine weiße Türe, sondern ist ein Fenster. Da haben Graffiti-Sprayer in Hannover ganze Arbeit geleistet, um uns zu verwirren. Fahrpläne gibt es ja als Buch, im Web, als App. Und wir Verkehrswissenschaftler, wir kennen auch eine ganze Reihe weiterer Fahrpläne. Zum Beispiel den integralen Netzfahrplan, den Rendezvous-Fahrplan. Hier in Köln bei der KVB heißt es tatsächlich offiziell Rendezvous-Verkehr. Ich finde, dieser Begriff ist wirklich sehr schön. Vielleicht kann man den mal etablieren als Synonym für Booty Call oder so, wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Außerdem kennen wir noch die Netzgrafik, die zeigt die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an Bahnhöfen. Da kann man also ganz schön die Aufenthaltszeit von Zügen im Bahnhof ablesen. Außerdem kennen wir noch den Bildfahrplan. Auf der X-Achse sind die Haltestellen abgetragen und auf der Y-Achse nach unten die Uhrzeit. Hier also ein Ausschnitt von 10 bis 11 Uhr. Jede Linie steht für einen Zug. Je flacher eine Linie verläuft, umso schneller ist der Zug unterwegs. Und wir kennen auch die sogenannte Isochronenkarte. Da kann man ablesen, wie lange es von einem bestimmten Referenzpunkt hier in der Mitte bis zu anderen Punkten entlang des Netzes dauert. Grün heißt, es geht schnell und rot dauert halt ganz schön lange. Außerdem kennen wir natürlich noch die klassischen Liniennetzpläne, die ihr auch als Fahrgäste kennt. Weiß jemand, von welcher Stadt das hier der Liniennetzplan ist? Ja, sehr gut, das ist Wien. Und das hier? Oh, ihr kommt ganz schön rum, muss ich sagen. Ja, das ist Stuttgart. Und jetzt noch ein bisschen advanced. Es ist ein internationales Beispiel. Ihr seid wirklich gut. Ja, so schön ist Moskau. Kaum zu glauben mit diesen schönen Ringen. Wir kennen verschiedene Netz- und Linienformen, zum Beispiel das Ringnetz, das Radialnetz, verschiedene Ausprägungen eines Rasternetzes. Hier in Köln habt ihr ein richtig schönes Radialnetz, muss ich sagen. Sieht also aus wie ein Stern mit dem Nukleus, Hauptbahnhof in der Mitte und zusätzlich habt ihr noch den Halbring, die Gürtellinie, Stadtbahn 13. Also sehr, sehr schön. Berlin ist wieder mal so das Beste aus allen Welten. Das ist nämlich ein radiales Ringnetz mit Stammstrecke. Die Stammstrecke ist also die Stadtbahn, die auf ein Viadukt fährt von Ost nach West, die kreuzt sich an der Friedrichstraße mit der Nord-Süd-Verbindung. Das schöne Berliner Netz kann man tatsächlich noch schöner machen. Es gibt einen Künstler, der heißt Maxwell Roberts, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Liniennetze dieser Welt noch schöner zu machen. So würde Berlin tetralinear aussehen, so konzentrisch, so hexalinear und so einfach nur hübsch. Und natürlich gibt es auch noch das Clubnetz in Berlin und in anderen Städten. Da sind also die besten Discos und Kneipen abgetragen oder zum Beispiel den Kölner Weihnachtsfahrplan. Was auch immer wir mit unseren Plänen machen, wenn wir es schaffen, einen Plan in die Tat umzusetzen, dann ist das einfach ein schönes Gefühl. Dieses Foto ist entstanden, ich glaube, man sieht es gar nicht so gut. An dem Tag, an dem ich es endlich geschafft habe, meinen Untersuchungsraum aus meiner Promotion in mein Simulationstool zu bringen. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, Simulation, Algorithmus läuft. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie eigentlich so ein Algorithmus in einer Verkehrssimulation funktioniert. Dafür brauchen wir erstmal Kartenmaterial. Also so ungefähr sieht Köln für euch aus. So sieht Köln für mich aus in der Simulation. In diesem Fall war es jetzt das Simulationstool Sumo. Dann müssen wir uns noch Gedanken darüber machen, welches Mobilitätskonzept wir eigentlich simulieren wollen. Da gibt es die Idee,
beziehungsweise muss man sich eher die Frage stellen, warum wir eigentlich immer zu Haltestellen laufen müssen und Fahrpläne lesen müssen. Eigentlich wäre es doch viel besser, wenn der Bus oder irgendein anderes Fahrzeug direkt zu uns käme und uns dort abholt, wo wir sind. Und zwar, wann wir wollen. Zum Beispiel, so wie hier, wenn verschiedene Fahrtwünsche miteinander kombiniert werden können, die natürlich räumlich und zeitlich korrespondieren, sodass man nicht um die halbe Stadt fahren muss, um mit jemand anderem zusammen einen Shuttle zu nutzen. Das ist also die Idee, die hinter dem Konzept Ridepooling steht, dass mehrere Fahrtwünsche miteinander kombiniert werden. Es würde sich dann also letztendlich so anfühlen, als würde man Taxi nutzen, nur mit dem Unterschied, dass man Taxi ja normalerweise exklusiv für sich hat und in dem Fall würde man es dann mit jemand anderem teilen, was dann natürlich günstiger für alle wäre. Und damit wir, wie ich schon gesagt habe, Fahrtwünsche miteinander kombinieren, die auch wirklich passen, dass ich nicht mit jemandem zusammenfahren muss, für den ich einen riesigen Umweg fahren muss, fertigen wir Quelle-Ziel-Matrizen an. Da ist eingetragen, wo jemand ist und wo jemand hin möchte. Hier zum Beispiel möchte jemand von B nach A fahren. Und hier möchte jemand von A nach D fahren. Da könnte man also ganz schön eigentlich diese Fahrtwünsche zumindest zeitlich hintereinander kombinieren. Und das kann man natürlich dann auch noch mit allen anderen Fahrtwünschen machen. Kann man alle ganz schön kombinieren und danach auf die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge aufteilen. Das ist im Wesentlichen das, was so ein Algorithmus in so einer Verkehrssimulation macht. Nur denkt der Algorithmus nicht in Tabellen, sondern der Algorithmus, der denkt in Flussdiagrammen. So ungefähr sieht es also im Kopf eines Algorithmus aus. Und was ich in meiner Forschung mache, ist, dass ich mir jede einzelne Verbindung und Verknüpfung in diesem Algorithmus anschaue und gucke, was wir darüber wissen müssen, um diese Verbindung zu optimieren. Ein Beispiel habe ich natürlich auch mitgebracht. Das, was mich zum Beispiel am Anfang interessiert hat, war, wie lange ist eigentlich die perfekte Wartezeit oder die Zugangszeit, also die Zeit, die ein Fahrzeug braucht, um zum Fahrgast zu kommen. Einerseits aus betrieblicher Sicht, andererseits aber auch aus Sicht des Fahrgastes. Also was ist die minimale und die maximale optimale Wartezeit? Und jetzt sagt ihr natürlich, so mit all eurem gesunden Menschenverstand, ja aus Fahrgastsicht ist ja klar, je kürzer es dauert, bis das Fahrzeug da ist, desto besser. Geringere Wartezeit ist immer irgendwie besser. Das glaube ich gar nicht unbedingt, denn wenn ich mir vorstelle, ich bin zu Hause und ich buche mir ein Shuttle über eine App und dann sagt mir die App, okay, kann's runterkommen, Shuttle ist schon da, dann bricht, glaube ich, erstmal Panik bei mir aus, weil ich habe ja noch nichts anzuziehen, ich wollte auch noch mal kurz auf Toilette und einen Leberwurstbrot wollte ich mir auch noch machen. Also deswegen ist eine ganz wichtige Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, wie eigentlich die optimale Wartezeit ist. Und ich kann euch das jetzt verraten, damit es ein bisschen kürzer ist. Wir haben dazu sehr viel Forschung gemacht. Die beste Wartezeit aus Fahrgastsicht sind 4 bis 6 Minuten. Bei uns gibt es einen Fachbegriff dafür, das stimmt tatsächlich für die optimale Wartezeit. Der ist Sweet Spot. Es ist wirklich wahr. Und eines Tages, wenn wir den gesamten Algorithmus verstanden und optimiert haben, dann können vielleicht die Clever Shuttles und Mojas und Ubers dieser Welt eine richtig gute Mobilität anbieten, sodass wir vielleicht alle viel lieber noch die Öffis nutzen. Oh, da fehlt ein M. Warum? Ist natürlich am Ende jetzt noch die Frage, warum wir das überhaupt machen. Also ich glaube, dass es möglich ist, Mobilitätskonzepte zu erstellen, die so gut sind, dass gar nicht mehr jeder von uns ein eigenes Auto vor der Türe haben muss. Außerdem sind die Öffis auch eigentlich schon so gut. In manchen Städten kann man schon jetzt rund um die Uhr mit Bus und Bahn fahren. Und auch Transporte sind immer möglich. Ich selber bin auch schon 2-mal, als ich in Berlin gewohnt habe, mit der S-Bahn umgezogen. Ich habe mir ein paar Freunde geschnappt. Jeder hat eine Topfpflanze bekommen oder ein kleines Regal. Und ja, dann haben wir den Umzug gemacht, an der Janowitzbrücke umgestiegen und fertig. Und außerdem entstehen auch ganz neue Berufsbilder. Ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich mal Pusher. Und die Busfahrer sind ja auch immer so charmant und so nett. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben ein Panini-Sammelalbum herausgegeben, wo man Bildchen von Busfahrern sammeln, tauschen und einkleben konnte.
Also wenn das nächste Mal alles drunter und drüber geht, alles im Chaos endet, dann versucht das Beste draus zu machen. Nehmt euch eine Beschäftigung mit. Wie wäre es zum Beispiel mit Stricken? Eine Dame in München hat letztes Jahr einen Verspätungsschal gestrickt. Jeden Tag 2 Reihen. Und denkt immer dran, wir wissen, was alles schief läuft. Wir sind an der Sache dran. Wir geben unser Bestes, dass alles nicht mehr so schlimm ist. Und wenn ihr das nächste Mal gefragt werdet, warum ihr eine Lücke im Lebenslauf habt, dann sagt einfach, ja, da habe ich auf die Bahn gewartet. Ich danke euch. Ekstase für Katrin Viergut. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Präsentation. Api, 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 api. Das war die Präsentation von Katrin, die uns gleich hier live zugeschaltet wird. Aber vorher habt ihr natürlich gleich die Möglichkeit, für sie zu voten und abzustimmen. Immer mit dem Namen Katrin und der Punktezahl oder mit Ekstase und der Punktezahl und dem Namen versehen. Und so können wir die Punkte zusammenzählen. Bevor es jetzt aber in eure Voting-Zeit geht, möchte ich einmal, denn jetzt sind sie angekommen, die Punkte von Andreas verkünden. Dann habt ihr auch so ein Maß und könnt überlegen, wie ihr jetzt gleich voten möchtet für Katrin. Das waren für Andreas, dir sei nochmal gedankt, 261 Punkte. So, 261 Punkte für Andreas. Gleich seid ihr dran mit dem Voting für Katrin. Und bevor es losgeht, ein riesiges Dankeschön an X, Y und Z für 54,99 €. Ach! Ein großes Geschenk. Also, lasst es euch gut gehen, Getränk holen, abstimmen. Los geht es, 2 Minuten Zeit, ein bisschen Musik. Für Katrin Viergut und da ist sie zugeschaltet und da alle Spielplätze geschlossen haben, hat sie sich eine eigene kleine Schaukel in ihr Zimmer gemacht, damit sie ein bisschen spielen kann. Das ist super. Hallo, herzlich willkommen, Katrin. Ja, hallo Leute. Ich schaukel mich sehr, gerade sehr so schön. Ein bisschen durchs Leben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich hoffe, ihr seid alle furchtbar neidisch auf meinen Hängesessel. Ich habe mir gedacht, wenn sich die Öffis schon nicht bewegen oder uns bewegen, dann muss ich mich einfach selber bewegen. Und deswegen habe ich jetzt diesen schönen Hängesessel. Sehr, sehr schön. Also du hast es dir gemütlich gemacht. Das ist doch schon mal die beste Voraussetzung für einen kleinen Talk. Es sind schon ganz viele Fragen hier reingekommen. Ich muss aber natürlich, weil ich habe es angeteased, einmal nach deiner Teletext-App fragen. Ist es so schlimm gekommen, ja? Also tatsächlich liest du jetzt ja. Teletext parallel zum Fernsehen schauen? Ja,
Also Fernsehen schaue ich nicht. Das Schlimme ist, ich schaue mir nur diese Teletext-App an. Es war, glaube ich, Homeoffice Woche 3, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe gedacht, das ganze Internet habe ich schon leer geguckt. Gibt es nicht irgendwas, was vor dem Internet war? Und da dachte ich eigentlich, Teletext war doch so ein bisschen der Vorgänger des Internets. Und da war ich sehr erstaunt, dass es da tatsächlich eine App für gibt, die auch aussieht wie der Original-Teletext. Und das war so ein schöner Flashback in meine Jugend. Und da habe ich gedacht, warum nicht? Fühlst du dich gut informiert, ja? Ja, ich bin jetzt tiptop informiert. Sehr, sehr schön. Dann legen wir doch mal los mit den Fragen, die reingekommen sind an dich. Und zwar fragt Nico, macht ein deutschlandweiter Taktfahrplan Sinn? Also im Fernverkehr ganz bestimmt, den Regionalverkehr da noch mit zu integrieren, also die ganzen Regionalexpresse und sowas, wird, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, das geht auch rein logistisch schon gar nicht. Für den Fernverkehr selber würde ich sagen, ja, wobei es da eigentlich nicht so unbedingt notwendig ist, weil ein integraler Taktfahrplan hat natürlich den Vorteil, dass man gut umsteigen kann von einer Linie zur nächsten. Im Fernverkehr strebt man ja aber eigentlich eher fast an, Direktverbindungen bereitzustellen. Oder wenn doch mal ein Umstieg notwendig ist, ist es ja häufig so, dass ein Zug verspätet ist und dann geht das ganze Konzept des integralen Taktfahrplans schon wieder nicht mehr auf. Also deswegen, ich würde sagen, partiell ja, in Teilen des Netzes ist es auf jeden Fall sinnvoll. Flächendeckend ist es in der Theorie was Tolles, praktisch lässt sich es aber wahrscheinlich nur ganz schwer verwirklichen. Okay. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, Nico. Wir machen mal weiter mit einer Frage von Derja. Und zwar, wie siehst du die Umsetzung der kostenlosen ÖPNV-Mittel? Genau. Also kostenlose ÖPNV, keine Fahrscheine mehr. Also in meiner Brust schlagen zwei Herzen, kann man sagen. Als Fahrgast finde ich das natürlich ganz toll. Als Verkehrswissenschaftlerin muss ich sagen, das hat schon so ein paar Hürden. Also nicht nur, dass es vielleicht schwer zu finanzieren ist. Man muss ja bedenken, der ÖPNV wird jetzt schon zu ungefähr 50% subventioniert. Also es gibt fast keinen Nahverkehrsbetrieb zumindest, der mehr als 50% Kostendeckung hat. Und andererseits glaube ich auch, dass die Infrastruktur da sehr schnell an ihre Grenzen kommt, wenn wir jetzt plötzlich alle mit Bussen und Bahnen fahren. Im ländlichen Raum stellt man vielleicht fest, da wird fast nur heiße Luft durch die Gegend gefahren. Sitzt vielleicht einmal eine Oma drin und im nächsten Bus schon wieder gar niemand. Aber wenn man sich mal den urbanen Raum anschaut, dann wird man schnell feststellen, die Probleme sind da eigentlich genau gegensätzlich, nämlich dass die Bahnen zu voll sind und es passt einfach niemand mehr rein. Und wenn man das jetzt mal Faktor 5 oder so nimmt, wenn man das jetzt auf den Molesplit hochrechnet, ist es, glaube ich, ist auch das leider schwer zu verwirklichen. Es tut mir leid, ich nehme euch heute eure ganzen Illusionen, aber das ist leider wirklich. Ja, wir schalten dich gleich ab. Es ist nicht mehr lang, aber. Nein, okay, wie alles. Es ist ja selten einfach, irgendeine gute Lösung zu finden. Es ist gerade eine Frage reingekommen, die noch anschließt an die Frage von zuvor. Was ist eigentlich ein Taktverkehr überhaupt? Vielleicht müssen wir das vorwegschalten, um die erste Antwort zu verstehen. Genau, Taktverkehr heißt eigentlich, dass es an bestimmten wichtigen Knotenpunkten Treffpunkte sozusagen gibt von einzelnen Linien, die sich dort treffen und zu stündlich wiederkehrenden, leicht einprägsamen Minuten sozusagen fahren. Im Nahverkehr findet man das relativ häufig. Also, weiß nicht, in Dresden das Postplatz-Treffen oder, hier in Braunschweig treffen sich alle Linien am Rathaus und so weiter. Und da geht man sozusagen von diesem Gedanken aus, dass die Linien sich an diesen bestimmten Stellen zu bestimmten Zeiten treffen, damit halt Umstiege erleichtert werden. Und das sozusagen aufs ganze Netz übertragen, das ist dann so ein integraler Taktfahrplan. Wunderbar, vielen Dank nochmal für die Frage von gerade eben. Aber wir haben hier noch mehr Fragen. Wie sieht es deiner Meinung nach aus, die Zukunft von Inlandsflügen? Glaubst du, Inlandsflüge werden abgeschafft? Das war, glaube ich, eine Frage, die von Facebook reinkam. Von Julia. Um Himmels Willen. Ich glaube, das ist eine gute Frage, in der ich dezent überleiten kann zu meiner schönen Leggings. Hat die überhaupt schon jemand gesehen? Ich zeige euch mal meinen Style heute. Ich habe es schon die ganze Zeit so ein bisschen eingeblendet.
Und auch meine Socken sind zu beachten. Ich hoffe, ihr könnt die alle sehen. Und wahrscheinlich sind jetzt alle. Ich bin froh, dass das Bild gerade da ist. Warum ich diesen Style für heute gewählt habe. Vielleicht habt ihr es im Bild vorhin gesehen. Ich trage heute die BVG-Kollektion ausgemustert. Extra für euch. Habe ich mich ein bisschen rausgeputzt. Die Frage mit den innerdeutschen Kühlen. Corona-taugliches Leggings-Format. Corona-tauglich, genau. Sieht ja kein Mensch außer ihr. Ist jetzt halt in die Nation gestreut. Naja. Diese Frage mit den innerdeutschen Flügen ist relativ schwierig für mich zu beantworten, weil ich muss sagen, ich finde, die Bahn ist doch noch eigentlich so ziemlich das beste Verkehrsmittel, um sich innerhalb Deutschlands vorzubewegen. Das mache ich auch selber ständig. Für mich persönlich gibt es eigentlich nicht unbedingt einen Grund, in ein Flugzeug zu steigen, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Aber ich glaube, da würde jemand, der fachlich mit Flugzeugen beschäftigt ist, vielleicht noch ein paar andere Argumente bringen. Also da bin ich nur eine Privatperson bei dieser Beantwortung. Okay. Brauchen wir denn den neuen Berliner Flughafen eigentlich noch, wenn er denn überhaupt eröffnet? Das ist dann wahrscheinlich eine Frage, die du auch wieder als Privatperson beantworten kannst. Was haben sich denn alle mit den Flughafenfragen? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht noch irgendwie ein Kleidungsstück, was ich zeigen kann? Nee, leider nicht. Ich habe ein Buch, was ich zeigen kann, um abzulenken. Wir haben auch noch Fragen, so ist das nicht. Also es geht ja auch dann doch nochmal, was hältst du davon, die DB zu verstaatlichen? Das ist dann vielleicht doch weg vom Flugzeug. Oh Gott, diese schweren Themen heute. Wissenschaftskommunikationsformat. Also hat definitiv Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also ich würde sagen, aus Fahrgastsicht ist es vielleicht fast besser, wenn die Bahnen privatisiert sind, also zumindest größtenteils, weil dadurch kommt einfach Konkurrenz auf und man kann sich sozusagen als Fahrgast, als Nutzer das beste Angebot heraussuchen und Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das ist im Sinne der Quality of Service aus Fahrgastsicht doch eigentlich die bessere Alternative. Okay, vielen Dank. Es wird jetzt schon viel hier gefragt, wo man diese Leggings und auch die Socken erwerben kann. Vielleicht kannst du das schriftlich im Chat gleich noch hinzufügen. Du bleibst uns erhalten auf dem YouTube-Chat, kann also weiterhin Fragen an Katrin gestellt werden. Ich warte noch auf das Buch, was du zeigen wolltest. Du hast nämlich die schönsten Haltestellen. Ja, das ist ein tolles Buch, weil wir suchen ja alle gerade Beschäftigung. Isolation. Und das ist was wir Verkehrswissenschaftler so lesen. Die schönsten Haltestellen der Welt, zum Beispiel Kitty und sonstige Beispiele auch noch drin. Ja, das waren schöne Sektoren. Diese schöne Sendung, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands, die kann man sich, glaube ich, nachts im Abendprogramm anhören. Ja, Ja, also in diesem Sinne, ich möchte es jetzt nicht zu rührig werden lassen. Katrin, ich danke dir sehr, dass du da warst und ich wünsche dir alles Gute, komm weiterhin gut durch diese Zeit. Wir sagen erstmal tschüss, vielen Dank und stopp, warte mal, bleib noch mal kurz, deine Punkte sind schon da. Du kannst sie noch live mitfeiern und zwar sind es 376 Punkte für Katrin Viergut. Das ist richtig. Wow, gut. Super, Applaus, danke euch. Applaus. Danke. Ekstase, Abi. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war Katrin Viergut und vielen Dank für eure Fragen und vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Dabeisein hier weiterhin Fragen zu stellen. Das ist natürlich auch gleich bei dem nächsten Slammer noch möglich. Ihr könnt uns auch weiterhin unterstützen. Ich hatte es zu Beginn schon mal gesagt, Unterstützung ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig, denn das, was wir euch hier sozusagen einmal in der Woche mit diesem Format und am Donnerstag mit unserem Format, nämlich Frag einen Slammy, also eine ganz bestimmte Fachrichtung. Wir haben da immer unterschiedliche Gäste. Das ist ein Talk-Format, was wir euch da sozusagen in eure Wohnzimmer kommen lassen. Das ist ja einfach unser Angebot, damit wir Kontakt halten können in dieser Zeit, weil wir euch live so sehr vermissen und es einfach schön ist, mit euch auf diesem Weg in Kontakt zu sein. Ganz viele Veranstaltungen sind von Mitte März bis jetzt abgesagt worden. Auch Veranstaltungsorten geht es zurzeit nicht sehr gut. Wir wissen also überhaupt noch nicht, wie das in diesem Jahr alles so weitergehen kann mit Live-Veranstaltungen. In dieser Zeit fehlen ganz, ganz viele Gelder, das ahnt ihr vermutlich und darum freuen wir uns über jede Unterstützung, damit Science Slam durch diese Krise kommt und die Institution sozusagen rübergerettet werden kann, damit wir uns irgendwann wieder live in die Augen gucken können und live gemeinsam Ekstase feiern können. Bis das soweit ist, freuen wir uns über eure Spenden, die ihr
machen könnt auf den unterschiedlichen Plattformen. Jetzt geht es erstmal weiter und wir freuen uns, mit euch verbunden zu sein. Und bevor wir jetzt den nächsten Slammer gleich anschauen, sage ich nochmal ein Cheers zwischendurch. Ich hoffe, ihr seid immer noch gemütlich auf der Couch und freut euch mit mir auf Simon McGowan. Er hat in Hannover studiert und arbeitet am IFBB, also am Institut für Biostoffe und Bioverbundstoffe. Er stellt dort, arbeitet normalerweise an Prototypen. Die wollte er schon immer mal bauen. Das ist jetzt eigentlich, er versucht das in dieser jetzigen Zeit zu machen, aber er ist sehr verwundert darüber, dass tatsächlich einige dieser Teile, die er dafür braucht, gar nicht mehr geliefert werden können. Und diese Zeit erschreckt ihn auch irgendwie, dass irgendwie Forschung nur noch so bedingt möglich ist, weil alles gerade einfach lahm steht. Das ist crazy zu erleben. Jetzt baut er alte Teile aus, versucht die irgendwie in diese Prototypen zu packen, um weiterforschen zu können. Vielleicht kann er uns später noch weiter was dazu erzählen. Grundsätzlich ist der gute Mann auch noch umgezogen in dieser Corona-Zeit. Umziehen ohne Freunde, Freundinnen ist ja wirklich eine doofe Sache. Das hat er geschafft und das auch noch mit einem Kind, einer Frau und einem Kind in der Frau drin. Das ist natürlich eine super Nachricht und wir freuen uns, dass du gleich live bei uns bist und einmal von dir erzählst und dass du das alles irgendwie überlebt hast. Du hast sogar eine Küche gebaut aus Bierkästen. Den Bierkästen hast du liebevoll die Namen deiner Freunde gegeben, damit sie irgendwie doch teilhaben an deiner neuen Wohnsituation und an dem Umzug. Ja, so ist das in Corona-Zeiten. Jetzt bist du erstmal aus unserer Videothek zugeschaltet mit deiner Präsentation und gleich sehen wir uns live hier per Skype. Ich freue mich drauf. Jetzt geht es erstmal um die große Weltantwort für alles. Bioplastik gleich 42. Es wäre so schön, wenn du auch auf diese Krise die allumfassende Antwort 42 hättest für uns. Also herzlich willkommen hier auf der Science Slam Online Bühne. Simon McGowan! Ja, hallo. Kann man mich hören? Ja, man kann mich hören. Hervorragend. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich habe mich köstlich darüber amüsiert, als ich mich unterwegs informiert habe, dass der Saal teilbestuhlt ist. Irgendwie weckt das irgendwie bei mir immer andere Assoziationen. Aber trotzdem komme ich ja heute mit einem anderen Thema, und zwar Bioplastics 42. Hey, 42, super cool. Dem einen oder anderen fällt sofort eine Assoziation ein. Und zwar habe ich das natürlich auch geklaut. Und zwar bei Per Anhalter durch die Galaxie. In diesem Buch geht es um einen Supercomputer, der die Antwort auf alle Fragen hervorbringt und die Menschen warten darauf, dass endlich diese Antwort kommt, und diese Antwort ist 42. Und ich habe mich dazu inspirieren lassen und gesagt, okay, wenn 42 die Antwort auf alle Fragen ist, dann behaupte ich einfach mal, Bioplastics sind die Antwort auf alle Fragen. Hört sich erstmal nach einer schönen Sache an. Das ist ein tolles Gefühl, diese Lösung parat haben zu können. Aber wenn ich überlege, okay, ja, Antwort auf alle Fragen, was reimt sich auf Aubergine? Ja, Bioplastics ist es nicht. Deswegen muss ich meinen Vortrag vielleicht doch nennen, Bioplastics irgendwie fast 42. Und zwar können wir nicht alle Probleme lösen, aber vielleicht doch einige. Und wenn wir über Probleme reden, haben wir eben schon gehört, wir haben ein Problem mit Öl. Warum? Wir werden in Zukunft viel, viel weniger Öl haben oder aber wir werden Bereitschaft zeigen, das Öl da zu suchen, wo wir es nicht tun sollten. Aber es bleibt dabei, dass wir in Zukunft weniger haben werden und das, was wir weniger haben werden, mit mehr Leuten teilen müssen. Aus diesem verschwindenden Rohöl entstehen unter Umständen Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können. Ne? Haben wir vielleicht auch schon alle im Radio gehört, Plastikproblem, Müllplastik können wir nicht handeln. Und ganz nebenbei haben wir zum einen Problem auch mit der Gewinnung von Öl und natürlich auch damit, dass das Plastik, das wir verlieren, einfach nicht mehr zurückkommen kann. Ich hatte überlegt, ob ich meinen Vortrag vielleicht einfach nenne, okay, nicht Bioplastics 42, sondern Plastics 666. Aber dann müsste ich eigentlich wirklich alle Kunststoffe verteufeln. Und vielleicht sind ja gar nicht alle Kunststoffe so schlecht. Denn in einem kleinen Ort, ganz weit weg von Berlin, Hannover heißt er, leistet ein kleines Institut Widerstand und fordert an alternativen Kunststoffen. Und zwar den sogenannten Bioplastics. Also die hören sich ja schon mal viel besser an, ne? Plastics, Bioplastics, Bio, grün. Schon mal, schon ein bisschen besser. Ich kann das noch ein bisschen anhübschen, damit es noch mehr Bio wird. Aber was sind denn eigentlich diese Bioplastics? Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht, wenn wir über Biokunststoffe reden, machen wir einen kleinen Schritt zurück. Was sind eigentlich Kunststoffe? Zusammengesetztes Wort, naja, Kunst, ja, kennen wir. Stoff kennen viele. Ergo wäre die Zusammensetzung, das wäre also Kunststoff. Ist es aber
nicht. Beziehungsweise, wie würde denn eigentlich Biokunststoff aussehen? Ja, das wäre dann halt das hier. Prima. Gut, Biokunststoff haben wir gelöst. Fake News. Ich versuche das mal ein bisschen wissenschaftlicher darzustellen. Also, wenn wir über Kunststoffe reden, reden wir über Polymere. Poly steckt das Wort mehr drin und diese sind aus Monomeren aufgebaut. Kann man sich vorstellen, das ist hier ein so ein einzelnes Monomer. Das hat auf der einen Seite die Möglichkeit, sich woran zu hängen und auf der anderen Seite eben auch. Also so ein einzelnes Monomer hat überhaupt gar keine Performance, ist eigentlich eher ziemlich langweilig. Aber wenn dieses Monomer eben ein paar Freunde findet, dann kann man ganz tolle Produkte herstellen, wie zum Beispiel so einen tollen Becher. Gut, also wir haben über Kunststoffe geredet. Ganz wichtiges Merkmal, Kunststoffe werden aus Rohöl hergestellt und sind persistent, also nicht mehr abbaubar. Und wie sieht das jetzt bei den Biokunststoffen aus? Ein ganz bisschen komplizierter. Und zwar haben wir da drei Gruppen. Wir haben zum einen Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die aber persistent sind, also nicht mehr verrotten. Und eben auch Biokunststoffe aus Rohöl, die dann aber biologisch abbaubar sind. Und für mich so die einzig wahre Biokunststoffklasse aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar. Ich habe von einer großen Lösung gesprochen. Folgendes Szenario, wir nehmen also Mais, den wir möglichst bio erzeugen, machen daraus dann unsere Becher. Wenn unser Recycling-System dann gut klappt, sammeln wir die wieder ein, schmeißen die wieder auf die Maschine und machen daraus neue Becher. Und stellen wir uns einfach mal vor, die gehen dann irgendwann verloren, diese Becher. Dann haben wir immer noch die Chance, dass diese Becher kompostieren. Prima Sache eigentlich. Jetzt könnten wir uns das Ganze so vorstellen. So, mein Vortrag ist jetzt so ziemlich in der Mitte. Also haben wir jetzt gelernt, meine Damen und Herren, Simon McGowan zeigte gestern bei dem Science Slam in Berlin, die Lösung ist da. Und zwar werden wir heute Nacht von 2 auf 3 einfach konventionelle Kunststoffe abstellen und auf Bio umstellen. Damit können wir das restliche Öl den SUV-Fahrern überlassen und das Müllproblem haben wir auch gelöst. Juhu! Ja, dann würde mein Vortrag halt nur 5 Minuten gehen, weil ganz so einfach ist das Ganze nämlich nicht. Es gibt nämlich ein paar Probleme bei den Biokunststoffen. Und zwar folgende. Zum einen sind Biokunststoffe teurer als konventionelle Kunststoffe und die Performance ist eingeschränkt, das heißt also die Materialeigenschaften. Zuerst mal möchte ich über den Preis reden. Und zwar ist der Preis von Kunststoffen immer gekoppelt an den Ölpreis. Und wenn wir uns das jetzt mal so angucken, dann sehen wir, sind da sehr große Spannungsbreiten. Aber so in dem Bereich, wo wir jetzt sind, das weiß jeder, Öl ist billig, heißt also Kunststoff ist billig. Das heißt, viele Firmen haben eigentlich auch gar kein Interesse an Biokunststoff, weil der reguläre Kunststoff extrem billig ist. Schauen wir uns an, wo geht der Kunststoff hin? Wir sehen hier 35 oder 30,5% Verpackung. Und gerade im Verpackungssegment, da zählt jeder Cent. Und wenn ich dann den Leuten, die für 99 Cent Hackfleisch kaufen wollen, erzähle, ja, aber der Becher kostet 2 Cent, dann sind die meistens nicht ganz so amused. Ist aber ein Problem, das sich hoffentlich mit der Zeit gibt, weil Ölpreis geht hoch, vielleicht der Rohstoffpreis Mais bleibt konstant und Biokunststoffe kommen wieder ein bisschen mehr in Mode. Zweite Problem, Performance, Wärmeformbeständigkeit. Mein Vortrag ist ein bisschen vorgeschritten. Ich bitte Sie, das bitte ganz schnell zu lesen. Oder ich erkläre es Ihnen einfach an einem anderen Beispiel. Und zwar habe ich mir überlegt, ich zeige einfach mal die Warmformbeständigkeit an 2 Dingen. Und zwar einem Milchriegel und einem Erdnussriegel. Dafür brauche ich einen Versuchsaufbau, in dem Fall halt mich. Und das Ganze braucht dazu auch noch ein bisschen Zeit und Temperatur. Das ist jetzt, wenn ich als 6. Slammer hier bin, auch schon geschehen. Und was passiert? Also wir reden über Warmformbeständigkeit. Wir haben einen Erdnussriegel und einen Kinderriegel. Beide in der Tasche, kann man sich anhören. Ja, okay, der hört sich noch recht knackig an. Und wenn ich dann hier mit dem Kinderriegel gegenklopfe, kann man sich vorstellen, der hat nicht so eine tolle Warmformbeständigkeit. Und deswegen frage ich, was meinen Sie, welcher Snack hat die höhere Warmformbeständigkeit? Es gibt was zu gewinnen, nämlich einen Kinderriegel. Ja, vielleicht einfach mal raten, vielleicht so als Trostpflaster lasse ich das einfach mal hier. Und den Mr. Tom daneben. Okay, ich löse auf. Mr. Tom ist also der Warmformbeständigere. Und wie sieht das Ganze dann aber eigentlich bei Kunststoffen aus? Dafür habe ich auch ein kleines Experiment mitgebracht. Und zwar einmal PP, das ist ein handelsüblicher Standardkunststoff. Und unser PLA, von dem wir eben schon gesprochen haben. So, das hier ist eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Die habe ich aus Hannover mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf meine CO2-Bilanz auswirkt. Aber ich tue beide Kunststoffe hier mal rein. Das Wasser ist heiß, zumindest war es heute um 14 Uhr heiß. Und wir können uns dann eben mal anschauen, was passiert. So, Warmformbeständigkeit von dem Standardkunststoff. Schauen wir uns jetzt mal hier an. Das ist also der Standardkunststoff. Ja, schön warm ist er. Ist noch schön flexibel. Eigentlich ganz prima.
Schauen wir uns jetzt das PLA an. Und wenn wir jetzt halt sehen, was da passiert, dann sehen wir, dass die Warmformbeständigkeit bei einer 4 mm starken Platte eben nicht gegeben ist. Ist halt weich geworden und sehr brüchig. Okay, also Warmformbeständigkeit, Standardkunststoffe toll, Biokunststoffe nicht so toll. Da sagen die Leute, ja Mensch, Warmformbeständigkeit mag nicht so wichtig sein, aber bei solchen Nudeln, PLA, funktioniert nicht. Lebensmittel heiß abfüllen in Kunststoff, funktioniert auch nicht mit Biokunststoffen. Und wenn man was findet, was passt, dann muss man immer noch berücksichtigen, dass das Zeug auf der A2 vielleicht mal stehen kann, wie jeder von uns öfter mal, und da auch schnell mal 40, 50 Grad sind. Also Warmformbeständigkeit muss es haben, kann man nichts machen. Das habe ich euch eben gezeigt, das ist ein Polymermolekül. Und wem das vielleicht nicht wissenschaftlich genug ist, für den habe ich ein anderes cooles Bild mitgebracht, und zwar das hier. Hier sieht man jetzt also das Ganze auf einem echten Foto, und wer sagt, das sieht aus wie Spaghetti, der hat recht. Das sind Spaghetti, ist aber trotzdem ein total gutes Beispiel für solche Polymere. So, Leute, Molekülanordnung bei den Spaghetti, so ein bisschen alles so gewuselt, ist so lala, nennt sich amorph. Es gibt eine andere Kristallstruktur, die heißt kristallin. Und der Vorteil ist, dadurch, dass man eben diese Bereiche hat, wo beide oder wo dieser Spaghetti nah beieinander ist, können die untereinander wechselwirken. Das ist eine coole Sache, und wir haben versucht, können wir das vielleicht bei unserem PLA auch machen. Wir haben also verschiedene Polymere, also vor allen Dingen Polymilchsäuren unterschiedlichen Ursprungs genommen und versucht, die zu kombinieren. Und dadurch können wir eben diese Art von Gefüge herstellen, was dazu führt, dass wir ein PLA erzeugen können, das eine gewisse Warmformbeständigkeit besitzt. So Leute, damit bin ich jetzt auch schon fast am Ende. Also Bioplastics, ja, wird wohl noch ein bisschen dauern bis 42, aber in Zukunft wird es eine echte Alternative zu den herkömmlichen Kunststoffen sein. Die Entwicklung wird kontinuierlich weiter betrieben, auch durch nette Leute aus Hannover. Und ganz, ganz wichtig, Kinderriegel nie in der Hosentasche aufbewahren, wenn man als Sechster am Slam ist. Wer noch mehr über Biokunststoff wissen will, ifbb-hannover.de ist hier die Webpage. Hannover ist in dem Kontext sehr wichtig, weil wenn man nur nach dem IFBB googelt, dann landet man beim Institut für Bodybuilding. Ja, die freuen sich über die erhöhten Klicks. Schöne Seite, aber nichts mit Biokunststoffen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Ekstase für Simon McGowan. Dein Applaus, dein Applaus. Yeah, yeah, yeah. Und ihr seid wieder dran mit dem Voting gleich für Simons Vortrag. Ich bedanke mich dabei bei Sascha und Jörg. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist großartig. Und ihr könnt in den verbleibenden 2 Minuten, wo ihr abstimmen könnt und Punkte zwischen 1 und 10 für Simon vergeben könnt, natürlich auch Fragen stellen. Wir sind gleich gerne für euch da. Simon wird live zugeschaltet sein und steht im Skype, steht bei YouTube im Chat als Mrs. Crump auch zur Verfügung. Also da könnt ihr gleich mit ihm noch chatten. Er kommt gleich zu uns. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Holt euch gerne etwas zu trinken. Macht euch gemütlich. Nutzt das heimische Klo. Es gibt keine Warteschlange. Das ist ein Traum. Also wir müssen die Vorteile ja so langsam miteinander genießen lernen. Also wir sehen uns gleich. 2 Minuten Zeit, ein bisschen Musik. Voting für Simon McGowan.
Und aus die Maus für das Voting für Simon McGowan. Vielen, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Gleich werden wir dann auch die Punkte für Simon haben und wissen, wer der oder die Gewinnerin des heutigen Abends ist. Das wird nochmal spannend, aber so weit sind wir noch nicht, denn ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu dir, Simon. Sei gegrüßt. In deinem Wohnzimmer. Wo genau finden wir dich? In welcher Stadt bist du gerade? Sie heißt Koppenbrügge und das ist ein Ortsteil von Bisperode. Ja, Mensch, das freut mich sehr. Ganz liebe Grüße. Du bist dorthin gezogen, sage mal. Also das war eine bewusste Entscheidung. Ja, so auch so ein bisschen. Na gut, ich sag mal, wir vergrößern uns gerade so ein bisschen. Wir brauchen auch ein bisschen Platz. Also mussten wir das schöne Hannover dann ein bisschen mit einem weinenden Auge den Rücken kehren. Aber jetzt haben wir ein bisschen Platz. Aber leider können wir das nur bedingt nutzen. Aber wir haben etwas Garten, was eine ganz schöne Sache ist. Super. Und an dieser Stelle sei nochmal von Herzen gratuliert zu der Vergrößerung. Das klingt toll und ich freue mich sehr und bin ganz gespannt. Wir werden uns ja hoffentlich irgendwann wieder live sehen und du kannst berichten. Jetzt sind wir erstmal gespannt, ob Fragen eingekommen sind. Ihr könnt natürlich hier gerne weiterhin fragen und hier sind auch schon die ersten. Und zwar von Deria wieder eine Frage. Müssen wir jetzt mit noch größeren Umweltverschmutzungen rechnen, da der Rohölpreis im Keller ist? Ich würde sagen, ja, gut, es wird jetzt eine kurze Phase sein. Man wird sehen, wie sich der reguliert. Aber es ist ganz klar, dass der Preisdruck oder beziehungsweise in dem Augenblick, wo Rohöl günstig ist, ist Plastik günstig. Und sage ich mal, aus einer gewissen kapitalistischen Sicht, ist es dann natürlich attraktiver, den günstigsten Rohstoff, den einfachsten Rohstoff zu nutzen, um Dinge einzupacken. Biokunststoffe sind immer irgendwo ein bisschen hochpreisiger. Und vermutlich werden die aktuell sehr, sehr wenig nachgefragt. Also ist wahrscheinlich wieder ein großes Drama für die Biokunststoffe, aber das wird auch wieder besser werden, ganz klar. Ja, eine zweite Frage, glaube ich, immer noch von Derja ist, wie gefährlich ist nicht abbaubares Bioplastik im Vergleich zu Rohölplastik? Das ist eine schwierige Frage, weil wir reden über zwei sehr große Gruppen. Aber in dem Augenblick, wo das Material nicht abbaut, ist es eine potenzielle Gefahrenquelle. Das heißt, ob ich jetzt zum Beispiel ein Bio-PE habe oder ein PE, das aus Erdöl hergestellt wird, es wird aus beiden das gleiche Mikroplastik und hat dann, sage ich mal, die gleichen Gefahrenpotenziale. Allerdings ist eben bei dem einen das Ganze aus einem nachwachsenden Rohstoff. Aber es ändert halt nichts. Plastik irgendwie verloren gegangen, in die Meere eingetragen, ist immer eine Gefahrenquelle. Das ist dem Fisch dann letztendlich egal, dass es vielleicht ein Kunststoff ist, der mal aus Mais oder Zuckerrohr hergestellt wurde, an dem er vielleicht gerade erstickt oder der ihm den Magen füllt. Ja. Ist denn Bioplastik die Lösung, also die Lösung, Biokunststoff die Lösung für unser Plastikproblem? Ich glaube, es kann auf jeden Fall eine Lösung sein. Es ist ziemlich schwierig, wenn wir uns das Gesamte anschauen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt einen Hersteller bzw. einen Organisator von großen Festivals. Die haben gesagt, okay, Mensch, wir wollen in Zukunft besser werden. Könnten wir nicht was vielleicht mit einem bioabbaubaren Kunststoff machen, dass wir da die Becher irgendwie aus einem solchen Kunststoff herstellen? Da haben wir gefragt, was für Becher habt ihr denn gerade da? Ja, die hatten dann PP-Becher, ähnlich wie so ein Fußballstadion mit Pfand drauf. Und da habe ich gesagt, okay, oder wir haben dann gesagt, ja, bevor ihr jetzt auf Einweg wechselt, Leute, auch wenn es ein Biokunststoff ist, habt ihr eigentlich schon die beste Lösung. Ihr habt einen Mehrwegkunststoff, den ihr sehr, sehr oft benutzen könnt. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass diese Becher verloren gehen, wenn ihr da 1 Euro oder 2 Euro Pfand drauf habt. Das zeigt, Biokunststoffe müssen nicht immer die beste Lösung sein, aber wenn man sie richtig einsetzt, kann man viele Vorteile nutzen. Eben zum Beispiel, dass man frei von Erdöl ist, also dass man eben nicht auf Länder angewiesen ist, die sehr viel Erdöl verkaufen. Oder eben aber, wenn wir ein Biokunststoffprodukt haben, das bioabbaubar ist und ein Verlust wahrscheinlich ist. Das heißt also, ein Produkt, wo die Möglichkeit besteht, dass es verloren geht und nicht in den gelben Sack kommt, dann ist eine Anwendung für bioabbaubare Kunststoffe absolut top. Also vielleicht, ich sag mal, eine Pommesgabel am Strand oder so. Ne? Das ist dann
Wahrscheinlichkeit, dass die nicht vernünftig recycelt wird, ist groß. Also könnte man sagen, naja, dann nehmen wir auf jeden Fall was, was biologisch abbaubar ist. Ja, Jörg Henschel fragt, was genau heißt hochpreisiger? Wie viel teurer ist es denn als herkömmlicher Kunststoff? Also zum Beispiel jetzt gerade haben wir eine ganz neue Situation, dadurch, dass das Rohöl sehr günstig ist. Aber Pi mal Auge, sagen wir mal 2 mal 3, dann haben wir so ungefähr den Preis, also doppelt oder dreifach. Wobei wir müssen halt auch überlegen, wenn wir über eine Pommesgabel reden, wie viele Pommesgabeln kann ich aus 1 Kilo Kunststoff herstellen? Da geht der Preis dann vielleicht auch so ein bisschen unter dann. Aber es ist immer teurer, definitiv. Faktor 2, Faktor 3. Miri fragt, kann man die Bioplastics medizinisch nutzen? Und wie viel Mais braucht man beispielsweise für eine Packung Gummihandschuhe? Kommt drauf an. Also zum Beispiel werden viele Biokunststoffe in der Medizintechnik genutzt. Wenn wir zum Beispiel diese Nähgarne haben, mit denen man im Inneren arbeitet, also vielleicht bei einer Operation ein Organ irgendwie pflegt und das Ganze wieder zumacht, die lösen sich ja auch, die sind bioabbaubar. Ne? Ich hatte zum Beispiel mal welche in der Nase. Da war ich mal ganz stolz und sagte, Leute, ich habe PLA in der Nase. Mir wurde eine Operation in der Nase eben durchgeführt und dann erzählt mir da, das ist PLA, das baut sich ab. Und ich konnte sagen, ja, ich weiß. Das war sehr spannend. Also es gibt halt einige medizinische Anwendungen, aber dann ist die Abbaubarkeit im Fokus. Für viele medizinische Anwendungen ist es vielleicht nicht unbedingt optimal, wenn es abbaut. Wenn man mal überlegt, wir hätten gerne medizinische Produkte, die langlebig eben sind. Das heißt, die wir 10, 12 Jahre irgendwie lagern können und die dann noch steril sind. Wenn ich dann die Packung aufmache und es zerbröselt, läuft nicht ganz so gut. Eine Frage wollte ich noch beantworten, weil ich sie gut und interessant finde. Um 1 Kilo PLA, also Polymilchsäure, herzustellen, braucht man so zwischen 3 und 4 Kilo Mais. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne oder ganz schöner Wert. Wir sehen also, dass wir mit relativ wenig Rohstoff viel Kunststoff herstellen können. Es gibt Biokunststoffe, die haben mehr Performance, aber dafür ist der Materialaufwand an Zuckerrohr viel, viel höher. Und einfach, weil wir versuchen, mit dem, was wir haben, an Rohstoff effizient umzugehen, arbeiten wir viel mit PLA, weil wir einfach mit wenig Rohstoff viel Kunststoff herstellen können. Vielen, vielen Dank. Jan Retzlaff hat eine Frage und ich nutze die Gelegenheit, um mich bei Jan auch ganz herzlich zu bedanken für die Unterstützung. Das ist ganz großartig. Das möchte ich gleichzeitig aber auch nochmal für Nico, Kai und Jonas machen. Das ist ganz, ganz toll. Wir sehen das und es ist ein ganz schönes Gefühl. Weiter geht's also mit Jans Frage an dich, Simon. Denkst du, dass es Gesetze braucht, damit der Kunde auch den Mehrpreis zahlt? Wir könnten unsere Kunden hier nämlich nicht so überzeugen. Auf jeden Fall. Es gibt sowas, das nennt sich Mind-Behavior-Gap. Da gab es Untersuchungen, man fragt die Leute, liebe Leute, seid ihr bereit, für eure Verpackung mehr auszugeben, wenn sie bio ist? Und alle Leute haben, ja, oder viele haben das eben positiv beantwortet und gesagt, ja, sie sind bereit. Aber in dem Augenblick, wo sie dann im Supermarkt stehen, 1000 Sachen zu tun haben, die Packungsrückseite nicht richtig lesen können, weil sie in Eile sind, dann tun sie es eben nicht mehr. Zum Teil liegt es auch daran, dass es nicht ganz klar ist. Wenn ich zum Beispiel, einen Apfel kaufe, dann hat er ein Bio-Siegel, dann weiß ich, okay, das ist ein Bio-Apfel, dann bin ich bereit, mehr dafür zu bezahlen. Aber es gibt kein Siegel für eine vernünftige Verpackung. Und es könnte zum Beispiel so sein, okay, sie könnte aus einem Bio-Kunststoff sein, aber sie könnte zum Beispiel auch besonders recyclingfähig sein oder so designt, dass sie kurze Wege nur braucht oder dass sie rohstoffeffizient sind. Also es ist ganz wichtig, dass es da eben eine Gesetzgebung gibt, die vorschreibt, dass Verpackungen, nennen wir es mal nachhaltiger oder ökologischer sein müssen. Weil ich kann dem Endkonsument das einfach nicht aufs Auge drücken und sage, bitte liest dir alles durch, was hier passiert, weiß Bescheid und nimm dir dann bitte noch 1,5 Stunden, um immer noch das Richtige zu kaufen. Also es wäre zum Beispiel eine Verpackungsampel, wäre ja auch eine tolle Idee. Oder eben das halt über den Preis zu regulieren. Weil in dem Augenblick, wo ich sage, okay, wenn ihr eine beschissene, blöde Mischverpackung habt, müsst ihr mehr zahlen, dann schiebe ich das Ganze zurück zu den Companies. Und in dem Augenblick sagen die, okay, wir müssen gucken, wie wir das wegkriegen. Und dann werden die ganz schnell Lösungen finden, die Dinge besser zu verpacken. Einfach indem ich sage, ihr müsst mehr bezahlen, wenn eure Verpackung schlecht ist. Ja.
Vielen, vielen Dank. Es sind noch so viele Fragen. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank an eure Fragen. Und natürlich stehst du als Mrs. Crump ja auch zur Beantwortung schriftlich noch zur Verfügung. Aber ich würde mal sagen, Simon, wenn du Lust hast, sehen wir uns einfach zu unserem anderen Format, nämlich Frag ein Slammy nochmal wieder, der das Donnerstags stattfindet, vielleicht nicht übermorgen. Aber wenn du Lust hast, bist du da nochmal herzlich eingeladen, damit wir nochmal in Ruhe über all diese Fragen, die jetzt gerade aufkommen, nachdenken können mit dir und du sie beantworten kannst. Ich muss mich jetzt einfach mal bei dir verabschieden. Frage jetzt die letzte Frage von Julia. Macht Luftpolsterfolie aus Bioplastik denn wenigstens immer noch knack, knack, knack? Das ist eine schöne Frage zum Abschluss mit einer kurzen Antwort. Ja, die Antwort ist 42. Super. In diesem Sinne, mit dieser Weltformel, ein riesiges, herzliches Dankeschön. Und du kannst dir jetzt live noch deine Punkte abholen, denn du hast 353 Punkte gemacht. Und das ist nochmal eine Ekstase von meinem Wohnzimmer in deinem Wohnzimmer zu dir und deiner Familie wert. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns hoffentlich wieder und ich sage dir schon mal tschüss. Und ich danke euch nochmal fürs Fragen und fürs Voten. Und damit ist die Gewinnerin des Abends klar und steht fest. Es ist mit etwas mehr Punkten, ich glaube, es waren 376 Punkte, Katrin Vierguts. Und an dieser Stelle nochmal die maximale Ekstase zu Katrin. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Du gewinnst den Prost-Post. Liebe Katrin, mach in deiner Schaukel mit deiner Leggings und deinen Socken und einem Getränk deiner Wahl vielleicht nochmal ein Foto. Sende uns das zu und du erscheinst auf all unseren Plattformen als Prost-Post, als riesiges Dankeschön fürs Dabeisein und als Gewinnerin dieses Science Slam Onlines heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei Janina, bei Dennis, bei Linda und bei allen, die mitgeholfen haben. Bei euch, ich in Sina Lüschen, darf mich jetzt schon wieder verabschieden. Freue mich aber, hinweisen zu können, dass wir uns Donnerstagabend schon wiedersehen. Dann mit Franka Parianen in unserem Format Frag eine Neurowissenschaftlerin. Um 20.30 Uhr also wieder auf diesem Kanal und auf all den Plattformen, wo wir sonst sind. Alle weiteren Infos erhaltet ihr selbstverständlich weiterhin auf all unseren Social-Media-Wegen. Mir bleibt also jetzt nur noch zu sagen, Cheers und Prost, bleibt zu Hause, wascht euch weiterhin die Hände, haltet gut durch, kommt gut durch diese Zeit. Und ich freue mich, dass wir uns spätestens nächste Woche, aber vielleicht schon Donnerstag, wiedersehen. Ich sage Tschüss, alles Gute, Mua! Cheers!